Soll ich ein Wettbüro eröffnen, um damit mit Sportwetten Geld zu verdienen? Herzlich willkommen. In diesem Video werden wir dieser Sache mal auf den Grund gehen, wie das eigentlich so im Hintergrund funktioniert. Fangen wir mal an mit diesem Kommentar, das ich hier bei einem meiner Videos bekommen habe. Ob denn das überhaupt Sinn macht, zum Beispiel eine, wie gesagt, eine Wettfiliale zu eröffnen bei einem Buchmacher XYZ? Dort die Absicht zu verfolgen, dass ich selber vielleicht dort spiele, dann dort Geld verliere und das auf der Wettbörse absichere und im Idealfall dann eben eine Provision bekomme, also am Verlust von meinem eigenen Verlust dann seitens des Wettanbieters beteiligt bin, um somit damit Geld zu verdienen. Ja, schauen wir uns das einmal an. Grundsätzlich einmal ist gesagt, dass eben ein Franchise-Partner ein Spielverbot gegenüber seines Franchise-Gebers hat. Okay, das heißt, der Franchise-Partner, das bist dann in dem Fall du, und der Franchise-Geber ist zum Beispiel dann der Buchmacher XYZ. Aber wir müssen hier auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen, wie denn das hier eigentlich im Hintergrund aufgebaut ist. Warum kann ich jetzt über das so sprechen? Weil ich eben früher selber für einen Wettanbieter tätig war und selber mehrere Filialen zu betreuen gehabt habe, wo ich auch die Hintergründe zu diesen Filialen kenne und auch dementsprechend, welche Kosten solche Filialen verursachen. Und deswegen kann ich heute mit euch über dieses Thema sehr offen darüber sprechen. Schauen wir uns einmal an, welche Art von Franchise-Deals es eigentlich gibt bei diversen Wettanbietern. Es gibt auf der einen Seite ein sogenanntes Hold-Prinzip und ein sogenanntes Overroll-Prinzip der Vergütung. Das heißt, wenn ich eben hier eine Kooperation anstrebe, wirst du diese zwei, in der Regel diese zwei Varianten angeboten bekommen. Nur was bedeutet eigentlich dieses Hold-Prinzip und dieses Overroll-Prinzip? Fangen wir mal an mit diesem Hold-Prinzip. Das kennen die meisten noch, wo eben der Buchmacher zu dir sagt, schau her, wir machen einen Deal. Alles, was hier die Kunden verlieren, von dem bekommst du zum Beispiel zwischen 35 und 60%. Ja, das heißt, es ist dann Verhandelssache, was der Wettanbieter dir halt anbietet. Aber für dieses Beispiel nehmen wir mal an, dass er dir anbietet, ich gebe dir 50%, wenn eben die Kunden bei dir verlieren. Das könnte dann so ausschauen, dass, wenn wir uns das als Beispiel hier uns anschauen, dass zum Beispiel der Einsatz aller Kunden im Monat zum Beispiel 200.000 Euro sind. Das ist dann schon eine sehr gut gehende Wettfiliale mit 200.000 Euro. In der Regel hast du am Anfang eine nicht so gut gehende Wettfiliale, wo du hier auch viel weniger Wettvolumen hast. Und die Auszahlung zum Beispiel aller Gewinne, das variiert natürlich sehr stark, aber du wirst ja dann auch nicht nur Teilnehmer haben, die was alles verlieren, sondern du wirst auch Teilnehmer haben, die logischerweise auch was gewinnen werden, sind zum Beispiel jetzt dafür dieses Beispiel 150.000 Euro hast du in Summe wieder ausbezahlt in einem Monat. Somit ist hier der operative Reingewinn für diese Filiale in diesem Monat bei 50.000 Euro. Und wenn du jetzt zum Beispiel so einen 50% Deal hast, bekommst du zum Beispiel 25.000 Euro, was jetzt zum Beispiel dein Anteil wäre als Franchise-Partner. Es kann aber auch zum Beispiel zu so einem Bild kommen. Das heißt, dass du, nehmen wir an, der Einsatz aller Kunden sind 200.000, aber die Auszahlung aller Gewinne sind zum Beispiel 250.000. Und somit ist hier der operative Gewinn, eigentlich der Verlust jetzt in dem Fall, von minus 50.000 Euro, was diese Filiale verursacht hat. Und somit bekommst du in der Regel keine Provision jetzt in der Form. Ja, das heißt, das Minus von 50.000 Euro, das hier entstanden ist, wird dann in das darauffolgende Monat mit übernommen. Ja, das heißt, es wird dann nicht einfach in der Regel gelöscht, ja, sondern im Endeffekt startest du dann das darauffolgende Monat schon mit einem Minus von 50.000. Das heißt, es muss zuerst einmal dieser Verlust wieder refinanziert werden, bevor du dann zum Beispiel von deinem Wettanbieter eben hier einen Anteil wieder bekommst. Und das kann natürlich hier zu gewissen Problemen dann in weiterer Folge führen,
Weil, wenn wir uns einmal diese Vor- und Nachteile von diesem Modell anschauen, von diesem Hold-Prinzip, der Vorteil ist natürlich, wenn Kunden jetzt zum Beispiel sehr viel Geld verlieren und am besten hauptsächlich nur Kombinationswettenspieler sind, die eben keine Ahnung haben von dieser Wettindustrie, ist das natürlich für einen Franchise-Partner sehr lukrativ. Der Nachteil natürlich ist jetzt da hier, dass der Franchise-Geber, das ist der Buchmacher XYZ, überwälzt er jetzt das Risiko auf einen einzelnen Standort wie des Franchise-Nehmers, also bei dir. So kann es eben passieren, dass zum Beispiel deine Wettfiliale immer im Minus ist, bei zum Beispiel guten Sportwettern. Und die einzige Lösung, die dann meistens dir dazu einfällt, ist, dass du diesen Spielern Lokalverbot erteilst. Ja, du möchtest eigentlich nur verlierende Spieler haben und keine gewinnenden Spieler haben. Und das ist aber jetzt zum Beispiel ein Punkt, der eben aus Sicht von einem Betreiber, das heißt, wenn du da zum Beispiel seine Filiale hast, das kannst du ja nicht steuern. Du kannst jetzt ja nicht zum Beispiel, wenn jetzt einer eine 5-Euro-Kombi spielt und dann gewinnt er 20.000 Euro, na, das ist ja aus deiner Sicht nicht kontrollierbar. Und jetzt möchtest du dem zum Beispiel dann Lokalverbot geben, nur weil der mit 5 Euro mal 20.000 Euro gewonnen hat. Zum Beispiel deine Performance dann da in den Keller geht, ja, und du zum Beispiel jetzt da aufgrund dessen keine Provision verdienst. Und auch andersrum, wenn du zum Beispiel dann Spieler hast, die Ahnung haben von dieser Industrie, die was zum Beispiel dann auch mehr gewinnen als verlieren, langfristig gesehen. Auch die möchtest du dann nicht als Kunde haben, ja, weil die im Endeffekt dann mit ihrer Arbeit, wie sie es halt angehen, dann schlussendlich wieder mehr gewinnen als verlieren. Somit ist das halt schon ein beachtlicher Nachteil, sage ich jetzt einmal, weil der Wettanbieter selbst überwälzt ja dieses Risiko auf viele verschiedene Standorte. Das heißt, wenn jetzt einmal ein Standort im Minus ist, ist dafür ein anderer halt mega im Plus und gleicht halt dementsprechend diesen Verlust aus. Aber was aus deiner Sicht jetzt, da, weil du vielleicht genau diese eine Filiale bist, wo du diesen Deal gerade hast, das kann natürlich dann fatal sein, weil du im Endeffekt ja dann als Partner, als Franchise-Partner hier eben keine Provisionen dann oder Anteile bekommst. Dann das zweite Prinzip ist das sogenannte Overall-Prinzip. Hier ist eben der Deal so aufgebaut, dass du vom erzielten Wettvolumen einen Provisionssatz zwischen 3 bis 15% bekommst. Na, das ist so irgendwo in diesem Bereich drin. Und damit man das einmal versteht, was eigentlich so ein Overall-Prinzip ist, habe ich ein sehr großzügiges Beispiel her verwendet, dass du 10% schon bekommst. Na, das heißt, das bekommen die wenigsten. Am Anfang hast du meistens so 3%, 4% oder 5%, wenn du eben ein Overall-Prinzip hier angeboten bekommst. Und das wirkt vielleicht jetzt im ersten Moment sehr wenig, ist es aber eigentlich nicht, wenn man einmal versteht, wie die Wettindustrie funktioniert. Aber schauen wir uns das einmal an. Nehmen wir mal an, ein Kunde, so wie vorher, oder alle Kunden, generieren hier ein Wettvolumen wieder von 200.000 Euro. Und jetzt hast du ein Overall-Prinzip von 10%. Das heißt, auf diese 200.000 Euro, was Wettvolumen waren, bekommst du jetzt da 10%. In dem Fall ist zum Beispiel 20.000 Euro. Und es spielt hier aber absolut keine Rolle jetzt da, ob deine Kunden gewinnen oder verlieren. Das heißt, du als Franchise-Partner bekommst immer diese fixe Provision auf dieses gespielte Wettvolumen. Und das hat natürlich eben den Vorteil, dass du aus deiner Sicht jetzt als Franchise-Nehmer kein Risiko hast, ob ich jetzt gewinnende Spieler habe oder nicht. Ja, das heißt, wenn wir uns an das Beispiel zurückerinnern, das 200.000 Einsatz und 250.000 Euro Auszahlung, dein Standort ist 50.000 hinten, ist dir das egal, weil du nämlich trotzdem auf diese 200.000 Euro deine 10% zum Beispiel bekommst. Und der Franchise-Geber gleicht diesen möglichen Verlust, den er hat, mit anderen Standorten wieder aus. Somit übergibst du oder überträgst du mit dem Overall-Prinzip das Risiko, das operative Risiko, ob jetzt da der Buchmacher Plus oder Minus macht, eben auf den Buchmacher und nicht auf dich als einzelne Person. Na, das heißt, wenn der Buchmacher zum Beispiel einen sehr schlechten Job macht in Form von der Quotengestaltung, weil er eben hier
sehr hohe Quellequoten immer anbietet und die Teilnehmer des Marktes werden immer gebildeter und verstehen das, wie das funktioniert. Dann hast du ja als Franchise-Partner ja immer das Risiko, wenn du eben das Hold-Prinzip hast, dass du halt im Endeffekt hier ein Minus hast. Beim Overroll-Prinzip rollst du diesen Personen den roten Teppich aus, weil du ja möchtest, dass die ein großes Wettvolumen generieren. Das heißt, auch hier ist dann halt der Vorteil, dass du im Endeffekt Big Player gern hättest bei dir in der Filiale, was eben nicht nur so 2-Euro-Kombinationswettenspieler sind, sondern die zum Beispiel 500 Euro spielen, 1000 Euro spielen, 2000 Euro spielen konstant, weil du ja auf dieses Wettvolumen eben dementsprechend deine Provision bekommst beim Overrolling-Prinzip. Der Nachteil, es wird natürlich dann auch hier Monate geben, wo zum Beispiel die Kunden viel verlieren. Jetzt siehst du zum Beispiel, du nimmst ein 200.000 und zahlst zum Beispiel nur, keine Ahnung, 10.000 aus, macht der Standort, keine Ahnung, 190.000 plus, ja, zum Beispiel, dann bekommst du ja trotzdem nur diese 10% auf diese 200.000. Und dementsprechend ist das halt dann für den Buchmacher der Vorteil dann in dem Fall, wenn das so verlaufen würde. Und ja, das ist halt der Unterschied, wenn ich eben, oder der Nachteil, wenn ich das mit einem Overall-Prinzip mache. Ja, welcher Deal ist jetzt eigentlich besser, Overall oder Hold? Dazu musst du einmal das Verständnis entwickeln, was ist denn der Erwartungswert eines Wettanbieters in Form des Yields? Das heißt, die Wettanbieter haben in der Regel ein Yield von 25 bis 35% auf das eingesetzte Kapital seitens ihrer Kunden. Dies wird erzeugt durch die Marge auf deren Quote und durch die Tatsache, dass die Masse der Teilnehmer Kombinationswetten spielen. Und durch den negativen Erwartungswert, das bezeichnet man dann in der Fachsprache auch als Marge, den der Buchmacher in seine Quoten einrechnet, potenziert der Endkunde seinen negativen Wert durch die Kombinationswetten und erhöht somit das Yield des Buchmachers. Das schauen wir uns jetzt einmal mit einem Praxisbeispiel an. Für das bessere Verständnis habe ich hier das vorbereitet mit der Wettvariante. Wer hat Anstoß, Team A oder Team B? Das ist eben dann dieser klassische Münzwurf. Aber es gibt eben genau diese Wettvariante, wer hat Anstoß. Und der Buchmacher bietet dir jetzt da für Team A, dass die jetzt Anstoß haben, die Quote 1,85 an und für Team B ebenfalls die Quote 1,85 an. Die faire Quote liegt bei 2,0, aber damit beschäftigt sich einfach die Masse nicht, denn sie möchte ja nur ihre persönliche Meinung schlagen. Und du als Endkunde machst dir eben darüber keine Gedanken und spielst jetzt zum Beispiel fünfmal Kopf mit der Quote 1,85. Und wenn wir eben diese Quoten miteinander multiplizieren, dann sehen wir hier, dass ich eben hier zum Beispiel die Gesamtquote 21,66 erhalte und der Einsatz wäre jetzt zum Beispiel für dieses Beispiel 100 Euro, dann wäre meine mögliche Auszahlung 2.166 Euro, wenn diese Situation kommt. Der faire Wert, ja, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert, dass jetzt zum Beispiel fünfmal Kopf kommt, liegt mathematisch bei 1 zu 32. Das heißt, wenn wir jetzt die Quote 2 miteinander multiplizieren, erhalten wir die Gesamtquote 32. Und wenn wir da jetzt darauf 100 Euro setzen, wäre die faire mögliche Auszahlung 3.200 Euro. Und das ist genau dieser Punkt. Das heißt, diese 3.200 Euro, da würde man weder gewinnen noch verlieren, also auf Sicht auch vom Buchmacher hier keinen operativen Gewinn erwirtschaften. Und die Differenz jetzt davon 3.200 Euro auf 2.166 Euro, das ist jetzt da eben dieser Vorteil, dieser mathematische, den eben der Buchmacher hier auf seine Endkunden hat. Und dann sprechen wir auch hier, man sieht das auch in diesem Beispiel, von einem ja, mathematischen Vorteil von über 32,31% jetzt da auf dieses eine Beispiel bezogen, was der Buchmacher jetzt da mit dir verdient oder mit seinen Endkunden verdient. Ja? Du kannst das gerne mal als Gegenbeispiel bringen. Du hast zum Beispiel, wenn du Kopf und Zahl jetzt da, diesen Münzwurf her hast, gibt es ja in Summe 32 Kombinationsmöglichkeiten, wenn ich zum Beispiel sage, fünfmal Kopf. Es kann ja kommen, Kopf, Kopf, Kopf und dann zum Beispiel Zahl oder Zahl, Kopf, 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 Zahl. Also in Summe gibt es 32 Möglichkeiten,
wenn du eben alle aufschreiben würdest und würdest du jetzt auf alle dementsprechend Geld investieren, dann würdest du ja in Summe 3.200 Euro investieren, wenn du jetzt das jedes Mal mit deinem 100er spielst. Und eines von diesen fünf, also eines, wo diese Fünferkombination kommt, das von diesen 32 Möglichkeiten, also eine von diesen 32 Möglichkeiten wird dir dann definitiv eintreten. Und dann zahlt der Buchmacher dir nur noch aus 2.166 Euro. Und die Differenz ist dann von diesen 3.200 auf diese 2.166 Euro, ist dann der Profit, den der Buchmacher hier generiert. Und davon zahlt er jetzt abhängig, was er für einen Deal auch hat mit seinen Franchise-Partnern, dann dementsprechend eine Provision aus. Wenn du die Absicht hast, eine Wettfiliale aufzumachen, dann kann ich dir einfach nur aus der Erfahrung sagen, wie ich eben vorher selber fünf Wettfilialen zu betreuen gehabt habe mit über 20 Mitarbeitern, auf was du hier unbedingt alles achten musst, beziehungsweise was du hier unbedingt finanziell planen musst und durchrechnen lassen musst, bevor du hier überhaupt anfängst. Ja? Denn das sind jetzt einmal so die wesentlichsten Punkte, die dich dann betreffen werden, wenn du eben eine Wettfiliale aufmachst. Das sind Mietkosten, Stromkosten, die Personalkosten, weil du brauchst ja auch Mitarbeiter für die Wettfiliale. Das heißt, die Lohnnebenkosten muss man hier berücksichtigen. Das heißt, Personal ist hier am teuersten in der Regel. Dann auch Lizenzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier einen Fernsehsender überträgst von irgendeinem Fußballspiel, dann musst du hierfür auch Lizenzgebühren bezahlen. Auch Radio zum Beispiel, wenn du hier zum Beispiel Musik abspielst, musst du Radio bezahlen. Und auch die Behörden zum Beispiel verlangen hier sehr viel Geld, wenn du ein Wettterminal zum Beispiel in deine Wettfiliale reinstellst. Das muss genehmigt sein, das kannst du nicht einfach so reinstellen, sondern da brauchst du auch einen behördlichen Bescheid. Also in Österreich zumindest ist das so. Und für jeden Terminal, wo Kunden dann eben Wetten abgeben können, verlangen die richtig viel Geld, dass der überhaupt drinnen stehen darf. Dann musst du kalkulieren die Einrichtung. Ja, das heißt, alles vom Anfangen von Tischen, Sessel, Fernseher, dann, dass das Ambiente dann drinnen hat, zum Beispiel, dass dann zum Beispiel hier auch ein Wettschalter zum Beispiel existiert. Und geht dann weiter mit dem Thema der Überwachung. Du brauchst auch entweder eine Alarmanlage oder auch idealerweise dann einen Sicherheitsdienst, der was dann immer patrouilliert, ja, weil sonst brechen dir die Leute irgendwann einmal ein in die Filialen. Und du hast natürlich dann auch noch Steuerberater, Rechtsberater und so weiter, wenn irgendwas ist. Das sind alles so laufende Kosten. Du kannst halt bei einer kleinen Wettfiliale mit drei Fixangestellten, kannst du schon einmal im Rechnen von mindestens zwischen 10.000 und 20.000 Euro, was hier jedes Monat an Fixkosten hier entstehen. Und das muss man natürlich jetzt dann nicht auf einen Monat rechnen, sondern das muss man jetzt einmal unternehmerisch gesehen immer auf ein ganzes Jahr rechnen. Und somit liegt der Wert für eine kleine Wettfiliale mit drei Fixangestellten in etwa im Jahr zwischen 120.000 und 240.000 Euro an laufende Fixkosten, damit du überhaupt so eine Filiale betreiben kannst. Und dieser Wert jetzt da, diese zwischen 120.000 bis 240.000, die müssen wir jetzt in eine Relation setzen. Ja? Das heißt, wenn man das jetzt rein nur mit Sportwetten hier generieren möchte, nehmen wir mal an, wir machen das mit dem Overroll-Prinzip, dass wir sagen, okay, uns ist das egal, ob man jetzt der Kunde gewinnt oder verliert, dass ich eben eine gewisse Sicherheit hier habe. Und nehmen wir an, du hast 10% hier ausgehandelt mit deinem Buchmacher, dass der dir 10% aus Wettvolumen bezahlt. Dann sprechen wir hier von einem Wettvolumen von all deinen Kunden im Jahr von zwischen 1,2 und 2,4 Millionen Euro, damit du einmal nur hier Break-Even bist. Das heißt, dass du einfach nur mal die Wettfiliale als solches am Leben erhalten kannst. Und das muss man sich mal ausrechnen, diesen Wert, wenn man das mit diesem Deal zum Beispiel macht, wie viel hier im Endeffekt die Kunden jeden Tag spielen müssen. Wenn das jetzt durch 365 Tage dividiert, dann weißt du, was für ein Wettvolumen hier generiert werden muss, damit das zum Beispiel sich dann trägt. Und früher war es zum Beispiel auch so in Österreich, dass eben die Wettbüros hatten ja nicht nur Sportwetten, das war eigentlich eher so nebenbei, ist das so mitgelaufen, ja.
sondern da gab es auch noch die ganzen Automaten. Die Automaten, die haben natürlich viel höheren Profit erwirtschaftet für die Wettanbieter. Und mit Sportwetten ist das nicht mehr so einfach, dass man hier wirklich gewinnbringend arbeiten kann, weil du eben einen sehr, sehr großen, sehr großes Volumen hier generieren musst, um die ganzen Fixkosten zahlen zu können. Und so ist zum Beispiel dann auch eher so, dass die Wettanbieter dann eher so in die Richtung tendieren, nur noch Terminals irgendwo aufzustellen, wo sie eben selber kein Personal und keine Fixkosten zu stemmen haben, wie zum Beispiel, ich stelle ein Gerät hin zu einer Tankstelle oder zu einem Kiosk. Ja, das heißt, das kostet ihnen im Verhältnis gar nichts, ja, und haben halt dort die Möglichkeit, dass trotzdem eben Umsatz entstehen kann. Um noch einmal auf die Frage einzugehen, soll ich selber wetten und gegenspielen auf der Wettbörse, wenn ich eine eigene Wettfiliale habe? Nehmen wir mal nur dieses Beispiel her. Grundsätzlich sei eines gesagt, nur weil eben du jetzt zum Beispiel hohe Quoten spielst beim Boomer, die kurzfristig eben öfters verlieren als gewinnen beim Wettanbieter, wirst du jedoch langfristig dennoch auch solche Wetten beim Buchmacher gewinnen. Ja, weil du spielst ja dann dieses Beispiel ja nicht nur einmal, zum Beispiel gehst zum Beispiel hier, kaufst du 12er-Quote beim Buchmacher ein und verkaufst es auf 15 auf der Wettbörse, dann ist klar, du wirst halt dann im Endeffekt viele Male das verlieren, ja. Aber irgendwann einmal wird dann auch das kommen, wo du halt dann dementsprechend beim Buchmacher gewinnst und halt auf der Wettbörse dann Geld verlierst. Und eben dieser gedachte Vorteil hebt sich eben auf, sofern du eben Wettquoten spielst, die einen negativen Erwartungswert haben. Ja, eben so wie hier dieses Beispiel, du kaufst zum Beispiel, der Buchmacher bietet dir an die Quote 12 und du sicherst es mit der Quote 15 auf der Wettbörse ab. Solange eben die Quote vom Buchmacher unter jener der Wettbörse ist, sprechen wir in der Regel immer von Wettquoten mit einem negativen Erwartungswert. Und das wird dir halt dann unterm Strich dann trotzdem mehr Geld kosten, als jetzt da angenommen gedacht, dass du eben hier damit mehr Gewinne erzielen kannst. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel hingegen Wettquoten spielst, zum Beispiel die eben höher sind als jene von der Wettbörse oder vom Pinnacle selbst, dann sprechen wir von Wettquoten, die einen positiven Erwartungswert haben und wo der Buchmacher langfristig eben mehr Geld verlieren wird als gewinnen wird. Und dann bietet sich hierbei, wenn man das schon in diese Richtung machen möchte, auf keinen Fall das Hold-Prinzip an. Ja, da ich ja darüber langfristig mit meinem Standort dann im Minus sein werde. Und hier wäre es dann eben nur denkbar, dies mit einem Overroll-Prinzip zu nutzen, wo ich halt dann immer einen fixen Prozentsatz bekomme, egal ob ich mit meinem Standort im Plus oder im Minus bin. Ja, dieses Beispiel bezieht sich halt grundsätzlich auf die Tatsache, zum Beispiel, wenn du keinen einzigen anderen Kunden hast, der was zum Beispiel Geld verliert, ja, der was zum Beispiel Kombinationswetten spielt und so weiter, sondern wirklich nur du alleine jetzt da in der Wettfiliale zum Beispiel spielen würdest und du noch einen Franchise-Deal hättest mit dem jeweiligen Wettanbieter. Da ist halt dann auch irgendwann einmal kommt dann der Moment, das heißt, das sehen ja nachher die Wettanbieter auch, ja, wie es um deinen Standort steht. Und wenn der halt dann irgendwie dementsprechend dann keinen positiven operativen Wert hat, das heißt, es kostet dem Wettanbieter mehr, als es ihm bringen wird. Dann kommt darauf an, was in den AGBs vereinbart ist, zwischen, also im Franchise-Vertrag, kann natürlich auch passieren, dass dann dementsprechend der Wettanbieter dann zu dir sagt, wir lösen diesen Standort wieder auf, das bringt nur ein Minus, bringt uns kein Plus, deswegen lösen wir uns wieder von diesem Deal. Das kann natürlich auch passieren, weil die dementsprechend hier auch im Risk Management dann schauen, wie jeder einzelne Standort wirtschaftlich dasteht. Ja. Somit auch, dass du an das halt dementsprechend denkst, wenn du das in diese Richtung ausüben möchtest. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute da wieder einen intensiven Einblick darüber geben, wie das in der Wettwelt funktioniert, wie Wettanbieter hier arbeiten. Und ja, wenn du hier noch mehr lernen möchtest zu diesem Thema, kann ich dich nur einladen, komm zu mir auch in die Sports Betting Academy. Unter dem Video gibt es dann die Möglichkeit, dass du dir einen kostenfreien Zugang einrichten kannst, wo wir eben sehr intensiv über alles, was die Wettindustrie betrifft, hier offen und transparent darüber sprechen, sodass du im Endeffekt das Maximale an Wissen
für dich mitnehmen kannst, um eben zu erkennen, ob eben Sportwetten für dich langfristig gesehen eher der finanzielle Untergang sein wird oder ob du mit Sportwetten langfristig gesehen hier auch die Chance hast, profitabel sein zu können. Ja, ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Video.